Landwirt.com, der Online-Marktplatz für die Landwirtschaft. Wir freuen uns, dass wir Zuwachs bekommen haben in unserer Lindrac L-Drive Modellpalette. Und zwar ist jetzt das kleinste und neueste Modell der Lindrac 70, wo wir versucht haben, einfach die Vorteile unseres Lindrac 75 LS, was ja 2023 der meistverkaufte Traktor in Österreich war, nun auch mit einem Stufenlosgetriebe auszustatten. Und wir haben den auf der Werksausstellung im März präsentiert und haben da schon viele Kunden beobachten können, die sich zuerst in den 75er reinsitzen und begeistert sind von den kompakten Abmessungen. Und dann, wenn es um die Frage geht, ja, Power Shuttle vielleicht noch dazu, eventuelle Automatisierung vom Getriebe, dann die Antwort, dass man auch eine stufenlose Variante mit dem Lindrac 70 bieten kann, was preislich gar nicht so weit entfernt ist von 75 LS, hat uns eigentlich sehr viel positiven Zuspruch gebracht. Ja, wir haben bei den Fahrzeugen einen tollen Vierzylinder von Perkins mit 3,6 Liter Hubraum, der zwischen 102 und 112 PS Leistung bringt. Warum so viel Leistung? Damit er einfach in Verbindung mit dem Stufenlosgetriebe am mindesten so spritzig geht wie der geschaltete 75 LS mit seinem einfachen Schaltgetriebe. Das Getriebe ist ein ZF-Stufenlosgetriebe und kommt aus Steyr, also ein Herz aus Österreich. In Kombination mit dem Vierzylinder gibt es ganz ein spritziges Fahrzeug ab, was speziell zum Frontladerfahren sehr gut geeignet ist. Und wir haben es mit der einfachen Hydraulikausführung von 75 LS ausgestattet. Das heißt, es ist eine normale Pumpe, nicht die Axialkolbenpumpe wie bei den anderen Lindrac L-Drive Modellen, und es sind mechanische Steuergeräte, weil viele sagen, das sind sie vom Geotrack her gewohnt. Das wollen sie jetzt auch beim Lindrac wieder so haben, aber sie wollen nicht auf die Stufenlosigkeit verzichten. Damit der Fahrkomfort passt, ist bei uns wie bei jedem Lindrac die Kabinenfederung mit dabei. Wir haben es dann ausprobiert, was ist besser, Luftsitz oder mechanischer Sitz in der Federung, und in Verbindung mit der gefederten Kabine haben beide den gleichen Sitzkomfort. Ja, da haben wir gesagt, ja, nimmt man wieder die einfachere Ausführung, und das führt uns dann auch schon zum Bedienkonzept. Das ist so einfach wie möglich. Mit der neuen L-Drive Light Armlehne hat man die ganzen Schalter, die man nicht unbedingt braucht, weggelassen, damit es einfach für den Benutzer so einfach wie möglich ist. Man steigt ein, startet, Fahrtrichtung, gibt Gas. Und mehr muss man für den Lindrac 70 nicht können, wenn man den fahren will. Das Fahrzeug ist ab sofort bestellbar und wird demnächst in Vorführfahrzeugen schon an die ersten Händler ausgeliefert. Und zum Start, zur Markteinführung, haben wir ganz ein tolles Angebot. Jetzt ist für kurze Zeit bis zum Juni ein tolles Frontpaket kostenlos mit dabei und um einen Sondernettopreis. Das heißt, Fronthydraulik und Frontzapfwelle sind jetzt für kurze Zeit inkludiert. Schlagt zu, lasst euch das nicht entgehen und schaut euch den neuen Lindrac 70 bei eurem Lindner Fachhändler in der Nähe an.